Ein herzliches Willkommen zurück zu Rezept für Desaster. Wir sind heute im zweiten Level der Kampagne angekommen, Familienbetrieb. Von Paris nach Rio, deine kulinarische Reise hat dich um die ganze Welt geführt und um viele Geschmäcker und aufregende Ideen bereichert. Wenn du nicht gerade selbst isst, gehst du den Spuren alter Kochbücher nach, schaust dir Online-Kochvideos an oder experimentierst in der Küche. Aber trotz alledem, hast du nie den Druck eines echten Betriebs gespürt. Ja, haben wir wirklich nicht gespürt im letzten Level. Hast du das Zeug, um in dieser Branche erfolgreich zu sein? Dein Onkel und Lehrer hat sich entschlossen, zornigen Gästen und egoistischen Angestellten den Rücken zu kehren und sich zur Ruhe zu setzen. Er hat dir die Schlüssel zu einem Restaurant hinterlassen, eine echte Herausforderung. Aber wie du vor der Eingangstür stehst, fällt es dir wie Schuppen von den Augen. Du bist allein und hast weder Grills noch die geringste Idee, was zu tun ist. Eine schnelle Suche auf dem Handy für was braucht es, um ein erfolgreiches Restaurant zu führen, wird nicht ausreichen. Es liegt jetzt in deiner Hand, also mach was draus. Wir haben wieder 4.500 Euro und eine Beliebtheit von 10%. Da hätte er besser den Schuppen gerade dicht gemacht. 30 Tische bedienen, 1.800 Euro verdienen. 45% Beliebtheit, als Bonus 60%. Und unter 3 Beliebtheit dürfen wir nicht fallen, sonst wird's blöd. Okay. Also das ist ja das größte Lokal, was ich je gesehen habe. Ist das später noch so, dass man da noch Wände ausbauen kann? Ich kann ja hier auch Wände abreißen, auf jeden Fall kann ich. Und färben. So, also wir haben hier einen Herd und eine Fritteuse. Ich würde sagen, einen Grill stellen wir da auch mal noch hin. So. Wir können, by the way, auch das Essenslager vergrößern. Und, weißt du was, wir stellen auch mal einen Feuerlöscher hin. Weil ich so das Gefühl habe, das muss schon bald kommen hier. Oh, jetzt hat er den auch noch da. So. Den verkaufen wir wieder, kriegen wir denselben Wert zurück. So, da kommen mal die hin. Dann bewegen wir das hier in die Ecke. Duplizieren das einmal. Wir haben ja ein bisschen Startkapital. Einmal dahin. Da ist die Eingangstür. Einmal hier hin. Kommt man da noch durch? So, eine teure Lampe. Ja, ein paar Hunderte haben wir ja. Das passt schon. Gut. Toilette. Wie gesagt, kann ich auch Wände anbauen? Türen gibt es ja auch. Glastüren. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen und auch nicht gelernt. Ah, sieh an, ja. Das geht tatsächlich. In allen verschiedenen Facetten. Okay. Wir belassen es mal so. Aber eigentlich bräuchten wir eine Toilette. Also so wirklich bräuchten wir die... Ah gut. Kann ich da... So durch. Und dann hier eine ganz normale Tür rein. Hier in die Ecke. So, wird das da hier zur automatischen... Da steht auch eine Pflanze in der Ecke. Interessanterweise. Hallo, ich möchte da rein. Ah, die sind ja... Es muss ein Raum im Raum sein, glaube ich. Es geht nur an der Wand. Aber hier so zum Beispiel. Ja, da geht's. So. Kann ich das auch unterteilen? Ja, geht. Der hat einfach eine Blume in seiner Toilette. So, dann hier draußen eine Spüle. Dann sollte das schon gewesen sein. Büsche. Ich möchte das gerne bewegen. So,
Und jetzt muss ich wieder den Baumodus so gesehen verlassen, aber das geht nur, wenn man das Restaurant öffnet. So, ah, hier war bewegen, sorry. So. Müsste alles da sein. Die haben jetzt eine Toilette, da sieht es zwar nicht gerade so toll aus. Ey, die kann doch keine Vase in den Weg stellen. So. Das wieder weg. Und dann schauen wir mal schnell auf die Karte. Muscheln, Kalamari, Hähnchen, Schenkel und Superfrutti. Hähnchen, Superfrutti. Wie sind die Preise? Teuer. Okay. Ich stelle die mal etwas runter. Wir haben ja einen Ruf, den wir erhöhen müssen. Das heißt, wir sollten vielleicht hier nicht zu hoch anfangen. So. Und jetzt natürlich drauf schauen, was wir hier alles verwenden. So. Und dann auch darauf achten, dass wir jetzt etwas kombinieren könnten aus dem, was da bereits ist. Gut. Ich öffne mal. So. Wie viele Mitarbeiter haben wir denn? Nur mich. Nur mich alleine. Das ist mir etwas viel. Um da ehrlich zu sein. So. Die sind ja alle nicht wirklich. Es kommt nicht so drauf an. Also jemand, der servieren könnte und reinigen, das wäre schon alles. Und natürlich niemand, der nicht unfreundlich ist. So, nehmen wir doch die. Gut. Also, die Lisa macht die Bedienung hier. Ich habe den Herd im Griff. Warum hat man zwei Fritteusen? Man sollte auch noch richtig wählen. Warum hat man zwei Fritteusen? Hier kann ich sie auch noch hinzufügen. Gut. Okay, wir drücken mal auf Play, komm. Vielleicht kommen ja da gar nicht mal so viele Leute. Das muss ja auch zuerst so sein. Jetzt würde ich natürlich das Gericht noch mit Pommes hinzufügen. Also wenn wir hier das da schon haben. Das ist ja nur ein Hähnchenschenkel gegrillt. Ja, so. Hat zu früh Enter gedrückt. So. Rösten haben wir jetzt auch. Frittieren. Ja, welches war es jetzt? Ich muss nochmals nachschauen. Ich nehme mal den. Und gehe dann hier auf Pommes. So. Schauen wir uns das andere Rezept nochmals an. Ja, natürlich möchte ich das aktuelle Rezept speichern. Habe ich doch geklickt. Ein Schlegel, was? So, der kommt wieder weg. Oh, dafür das da dazu. Gut. Dann einmal hier. Pommes ist neu. Gut. Würde ich gleich auf 10 gehen. Okay. Wir haben ja zwar auch zwei Fritteusen. Bisher, Restaurant ist offen, ist noch niemand gekommen. Sagt schon mal alles. Irgendwie. Vielleicht hilft es ja, eine Palme vor die Tür zu stellen. Oh ne, die kostet auch 90. Und so ein kleiner Busch. So. Wir haben auch zwei Eingangstüren. Macht auch wieder keinen Sinn. Irgendwie, da kommt jemand. Sehr gut. Ich würde sagen, das nächste Rezept machen wir dann auf Kundenwunsch. So wie es halt sein sollte. Geringe Erwartung. So, war super schnell da. Die machen immer eins nach dem... Ah ne, die hat gerade beide gemacht, da. Okay.
Galamari war ekelhaft. Das ist genau die Bewertung, die ich sehen möchte. Also. So, mit Fischgerichten muss ich ehrlich sagen, kenne ich mich sowieso nicht ganz so gut aus. Was kommt noch dazu? So, Toilette wird benutzt. Ich glaube, das ist gut, haben wir die gebaut. So. Gegrillte Räucherlachs. So, wir müssen sofort auf das reagieren. Ich glaube, das ist ein guter Keyword. So, Rezepteditor neu. Klicken wieder auf Offen, da beginnt der erste Tag, glaube ich. Weil viel zu investieren haben wir nicht. Wir haben auch nicht viel zu verlieren, so gesehen. Sie putzt jetzt immerhin. Ah, das Putzmittel kostet auch. So, er bedient. Ah, da sehen wir, es funktioniert. Also wenn jemand beschäftigt ist, dann können die sich auch so ein bisschen abtauschen. Ich füge sonst da auch mal noch ihn hinzu. Jetzt hoffen wir mal, dass das Restaurant jetzt sauber ist. Immerhin das. Und dass da, okay, Tag 1, Tag 2. Dass die Bewertungen etwas besser werden. Ich meine, 3 Sterne ist gar nicht so schlecht. 6%, das tönt ja wie 0 Sterne gefühlt. So wie die da. Okay. So, Calamari war okay diesmal. Hätte ich den Charakter besser nicht so genannt. Jetzt muss ich das die ganze Zeit lesen. So, ja, der kann nicht bedienen. Das ist halt das andere. Jetzt ist der Calamari wieder schlecht. Wir sind bei 40%. Er kann halt schauen. Kann dann hier jemand hier kochen? Meine hat eine 3 und eine 2. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Es gibt hier niemand besseren. Und wir müssen natürlich schauen, wie der Calamari gemacht wird. Der wird gekocht. Okay. Das weiß wahrscheinlich jeder, außer ich. Gut. Und wir haben natürlich hier beim... Ist das das Kochen? Ja. Er hat eine 1. Okay, sie hat eine 2 beim Kochen. 1, 2, 2. Sie hätte eine 3 beim Kochen. So, ich nehme mich hier raus. Weil das bringt so nichts. Aber wenn ich hier bediene, bringt das auch nichts. Am besten würde der einfach... Putzen kann er ja nicht mal. Der würde am besten irgendwo rumstehen. Das wär's. So, und sie putzt hier irgendwie noch... den Außenbereich. Ah ja. Ich frag mich, ob wir das schaffen können. Wir sind jetzt schon bei 3%. Es darf nicht noch tiefer gehen. Ah. Ich glaub, das Level müssen wir doch fast neu starten. Da sind wir nun wieder zurück. Den ersten Run haben wir wie erwartet, oder... Ja, haben wir einfach nicht geschafft. Es ist eine sehr schwere Challenge gefühlt. Ich habe das Restaurant nochmals neu eingerichtet. Ich habe diesmal 3 Leute eingestellt. Jemand, der super gut im Servieren ist. Jemand, der hier den Calamari kochen kann. Und ich natürlich, der auch noch da ist. Habe wieder geschaut, dass die Atmosphäre etwas stimmt. Habe hier die Rezepte etwas angepasst. Hab gemerkt, man kann die Rezepte als Favoriten speichern und dann erscheinen sie hier. Und dann kann man sie immer wieder verwenden. Habe ich zum Beispiel mal bei den Pommes gemacht. So, und jetzt müssen wir halt schauen. Jetzt diesmal sollte geputzt werden von Anfang an. Die Bedienung sollte top sein. Die hat nämlich eine 3er-Bewertung. Wir haben sowieso genügend Leute. Die sind ja nicht mal so teuer eigentlich. Und die Bewertung sieht plötzlich besser aus. Hähnchen Super Fritti. So, was hätte sich denn wie gewünscht?
Schweineelende hätte sie sich gewünscht. Das Hähnchen war ekelhaft. Sie wünscht sich aber gern das. Interessanterweise. So, auf jeden Fall, die Bedienung bekommt nur Positives und die Bewertung geht plötzlich in die andere Richtung. So, das ist ja mal schon mal gut. Okay. Dann können wir mal schauen, ob wir da ein Rezept mit... So, Schweinelende. Wo ist denn hier die... Gut. Die haben wir sogar im Lager. Wir haben sogar ein Rezept damit. Hä? Oder nicht? Ist komisch. Menge im Lager 12. So, die möchte ich gern grillieren. Dazu packen wir Pommes. So. Oder war da die Bewertung? Doch. Nee, da frittiert. Gut, das kann man natürlich so auffassen, wie man möchte eigentlich. Wieso mache ich überhaupt zwei? So. Gut, speichern. Und dann hier beim Rezeptbuch den Preis noch etwas erhöhen. So. Bis jetzt sieht es so aus, als ob es in die andere Richtung geht. Ja, es sieht schon deutlich besser aus. Auch wenn man die Bewertungen anschaut. Die Hälfte ist top. Oder besser als erwartet. Oh. Schweinelende frittiert. Ah. Hier, weil die Minimummenge nicht da ist. Aber ich hab 12. Warum hat man denn von den Dingern 12 im Lager? Hier. Nee, da steht's auch nicht. Komisch. Das Lager verstehe ich jetzt nicht ganz. So, ja, Fabian sollte auch gar nicht bedienen. Das wäre das Beste. Gut. Es ist natürlich... Gewisse Leute mögen das auch wiederum nicht. Also, es gibt halt immer jede Ansprüche. Jeder Anspruch ist unterschiedlich. Und die haben natürlich alle noch ein anderes da. So, endlich mal wieder gute Leistungen. Zutaten, noch alles gut. Es ist alles tiefgefroren, außer das. Das ist ja... Das ist ja auch wieder mal was. Okay, Kapazität ist noch da. Bald ist der erste Tag um. Ist das einer der Mitarbeiter? Ich kann die auch in Gruppen einteilen später. Hä? Habe ich jetzt nicht verstanden? So, die letzten Gäste sind da. Wir haben jetzt 12 Tische so gesehen mit denen. Guten Umsatz gemacht. 15% erreicht. Wir können so lange spielen, bis es bei 60 ist, natürlich. Das kennen wir immer. So, noch die neuesten Bewertungen anschauen. So, Hähnchenschlägel machen wir mal ein bisschen günstiger. So. Dass das da im Preis auch angepasst ist. Daher sind die Prioritäten. Sieht gut aus. 17%. Ja, es geht langsam nach oben. Da ist der erste Tag. Sieht deutlich anders aus als sonst.
Wir haben auch mehr verdient damit. Ist ein bisschen blöd, ich habe so oft serviert. Der soll doch nicht servieren. Und die andere hat auch kaum gekocht. Na gut. So. Hähnchenschlegel war top. Schweinelende ist zu unters, aber die haben wir auch erst eingefügt. Pommes hat gar niemand gehabt oder war es nicht auf der Karte? Doch, war auf der Karte, hat niemand gegessen. Hatte niemand Lust darauf. Er speichert jeweils beim neuen Tag. Da sollte es auch speichern. Ja, ich würde sagen, ob wir das Ganze schaffen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Die Challenge ist auf jeden Fall da. Es sollte aber machbar sein. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, habt einen schönen Tag und tschüss!